Herzlich willkommen bei uns hier im Flauter Reuner. Heute wird die Leni Reuner zusammen mit mir Zucchini Schnitzel machen. Jetzt fangen wir erstmal an, die Zucchini grob durchzuschneiden. Wir dürfen sie nicht zu dick schneiden, weil sonst gart sie nicht richtig durch. Sonst müssen wir jetzt erstmal die Zucchini würzen und dann panieren. Jetzt mache ich erstmal Salz und Pfeffer rüber. Hast du schon öfter mit deinem Papa zusammengekocht? Ja. Immer wieder mal, wa? Also zu Hause führt natürlich meine Frau das Regime, aber Leni ist bei allen dabei und ist immer sehr wissbegierig, auch bei Oma beim Kuchenbacken. Ja, da helfe ich auch sehr gerne mit, weil mir das auch Spaß macht, eigentlich viel zu backen auch, weil ich das eigentlich schon sehr gut hinbekomme. Wenn wir sie jetzt gewürzt haben. Eine Kleinigkeit werden wir jetzt noch machen. Wir werden zusätzlich ein bisschen Muskat würzen. Dass es auch nochmal den leckeren Geschmack hat. Und jetzt werden wir die Zucchini wie das Schnitzel quasi panieren. Zuerst im Mehl, dass das Ei auch gut kleben bleibt. So. Und dann halt in die Semmel. Und dann kommt es halt hier rein, dass wir dann warten, bis wir dann braten können. Hast du ein Lieblingsessen, Leni? Ja, also ich mag sehr gerne König bei der Klopse, aber auch die Gerichte, die hier drüben gemacht werden. Und dann auch halt das Gemüse hier aus dem Garten und das, was wir alles an Gerichten machen. Jetzt stelle ich die ganzen Sachen einmal hier rüber, dass wir dann die Pfanne fertig aufmachen können, dass wir dann die Zucchini-Schnitzel braten können. So, jetzt müssen wir noch ein bisschen Öl reinmachen gleich. Ein bisschen mehr. In der Zwischenzeit, wo mein Vater die Zucchini brät, machen wir jetzt schon mal die Rostis fertig. Da raspeln wir jetzt erstmal die Kartoffeln klein. Jetzt machen wir ein Kartoffel-Zucchini-Rosti. Das geht eigentlich ganz einfach. Wir machen Kartoffeln klein, Zucchini klein, in so Raspeln. Dann kommt meistens noch ein bisschen Ei dazu und ein bisschen Mehl, dass es auch kleben bleibt. Dann vermischen wir das Ganze gut mit ein bisschen Salz und Pfeffer. Und dann kann man das wie kleine Küchlein auch in die Pfanne machen, dass es dann brät. Und danach kann man es auch schon anrichten. Das ist anstrengend, das Raspeln, ne? Ja, es geht. Ich sollte aufpassen, dass man die Finger nicht mit raspelt. Wenn das für Leni heute alles sehr spontan war, geht es alles von allein. Also weiß was. Eigentlich müssen von den Kartoffeln und von den Zucchini gleich viel rein. Und je nachdem, wie groß es ist, kommen dann auch entsprechend viele Eier rein. Und je nachdem, wie flüssig oder hart, dickflüssig, das Ganze dann ist, kommt auch ein bisschen Mehl dazu rein, dass es auch gut klebt, dass es nicht so flüssig ist, dass da jetzt nicht so viel Saft von dem Ei da drin ist, dass man auch gut vermischt mit dem Mehl, dass keine Klümpchen drin sind. Und ja, je nachdem, wie man dann gut den Geschmack macht, kann man auch Salz und Pfeffer reinmachen. Man muss nicht nur Kartoffeln oder Zucchini mit reinmachen, kann noch andere Sachen wie Möhre, andere Speisen, die man halt noch mit reinmachen kann. Guck mal, wie viel Kartoffel es schon ist, so. Ja. Und ungefähr die gleiche Menge Zucchini. Da kannst du jetzt über die Seite direkt so. Okay. Kannst so ein bisschen schräg rein. Jetzt machen wir noch die Zucchini rein. Davon muss dann eigentlich ungefähr die gleiche Menge rein. Das ist eine gelbe Zucchini. Wir haben ja auch, wir braten gerade die grüne Zucchini. Genau, hier war ja die grüne Zucchini. Kannst du ruhig sagen. Die grüne Zucchini und wenn von der gelben Zucchini nicht, wenn es da zu wenig ist, dann machen wir noch ein bisschen von der grünen Zucchini rein. Die grüne Zucchini war jetzt eigentlich sehr groß. Für die Restis werden wir gleich noch ein bisschen das Schnittloch mit reinhaken, dass wir noch was Grünes haben. Quasi ganz vegetarisch. Also genau wie der Trend aktuell ist, ist auch unser Essen von heute jetzt.
dass man nicht jeden Tag Fleisch essen muss, aber trotzdem einen Schnitzel auf dem Tisch haben kann. Anfänglich ist der Geschmack auch relativ ähnlich, weil wir es ja genau gebraten haben wie ein Schnitzel. Jetzt habe ich die Zucchini hier hingemacht. Jetzt ist eigentlich gut gleich viel da. Und jetzt nehmen wir einfach hier das Ei, was wir hier schon genommen haben, für hier. Und ein bisschen Mehl. Jetzt würzen wir das Ganze zum Umrühren. Salz muss ja so riesengroß sein. Was tust du jetzt alles rein? Jetzt habe ich ein bisschen Pfeffer und ein bisschen Salz mit reingetan. Hier ist ja noch das Mehl und darüber habe ich gerade noch das Ei gemacht. Da ist ein bisschen Schnittlauch rüber und ein bisschen Muskat rüber für den Geschmack. Jetzt rühren wir das Ganze gut um, dass es eine schöne Masse wird, die wir dann nachher in die Pfanne machen können. Aber so ist es immer schöner, weil es ein bisschen besser klebt. So, müssen wir mal einen Test gleich machen. Wie viel Salz hast du drin? Schon einige, aber ich kann das so eine kleine Prise rüber machen. Jetzt kann es gleich in die Pfanne. Es darf ruhig etwas größer sein. Also es muss jetzt nicht so klein sein, aber halt so, dass man es auch gut essen kann. Es muss auch gut platt gedrückt sein, weil es darf nicht so ein Humpen sein, weil sonst brät es nicht richtig durch. Jetzt lassen wir die halt so ein bisschen, dass es sich ineinander verschmelzt, dass es auch gut zusammenbleibt. Je nachdem, wie man es braun haben will, kann man es dann halt umdrehen und dann. Jetzt hat mein Vater das jetzt halt gewendet. So braun, wie sie jetzt sind, sollten sie eigentlich auch gut sein. Und dann nehmen wir die eigentlich auch schon gleich raus und dann können wir die schön anrichten. Dazu servieren wir noch eine Tomatensauce. Man kann dazu auch sehr lecker Quark essen. Das mag ich besonders gerne zu den Rostis. Man kann es aber natürlich das essen, was man dazu möchte. Das ist jetzt schön zusammengeschmolzen. Und jetzt richten wir das schön an. Jetzt nehme ich das Ganze einmal hier rüber. Und die Tomatensauce gleich auch noch mit rüber. So. Jetzt nehme ich hier ein Rösti hin und ein Zucchini-Schnitzel. Also hier haben wir jetzt Tomatensauce, was ich hier so ein bisschen rum mache. Und also hier das Zucchini-Schnitzel und hier den Rösti. Haben wir noch ein bisschen und Schnittlauch oben drauf. Und den kannst du noch mit rein. Sehr schön. Noch ein. Hier haben wir jetzt das fertige Gericht. Ein Zucchini-Schnitzel und ein Rösti. Alles aus unserem Garten. Hier haben wir noch ein bisschen Tomatensauce dazu, ein Chip, Schnittlauch und die schöne Blume als Dekoration. Ich hoffe, es hat euch gefallen, wie ich heute das Gericht gekocht habe und viel Spaß beim Nachkochen. Gerne auch bei uns im Restaurant zu Besuch. Alle Gastgeber und Rezepte unter www.topfgucker-tv.de